Hallo Klickenabendler, wir sind auf der BerlinCon und zwar beim Asmodee-Stand und neben ist die Carol. Hi. Hallo. Wir lassen uns nämlich nicht hier von normalen Supportern Spiele erklären, wir schnappen uns gleich den Geschäftsführer. Manchmal auch das, nicht? Nein, also wenn ihr hier seid, könnt ihr tatsächlich am Asmodee-Stand auch ganz viele Sachen spielen und jeder hilft mit und erklärt euch die Spiele, weil es wollen ja alle Leute die Spiele spielen. Und es sind auch ein paar Neuheiten dabei. Ganz genau. Sollen wir anfangen? Wir haben eine ganz brandneue Neuheit, die erst letzte Woche in den Verkauf gegangen ist. Fruit Ninja, basierend auf der App, die ein mega App-Store-Verkaufsschlager ist. Und Lucky Duck hat sich gedacht, da kann man doch einfach mal ein Kartenspiel draus machen. Ohne Elektronik in diesem Fall. Total. Aber trotzdem tun wir sozusagen die Früchte zerteilen und das geht alles auf Schnelligkeit, wie auch in der App. Genau so. Deshalb App-basiert. Alright. So. Was wir brauchen, ist ein Marterpfahl oder wie auch immer das da heißt. Ich nenne es Katana. Weißt du, in der App hat man ein Messer in der Hand, ein Katana, mit dem man immer so die Früchte zerteilt. Jetzt, wo du sagst, Fakt, ja, das ist der Griff. Ja, richtig. Ja. Also ein Katana. Ja. Und was wir auch haben, sind die Karten, wo die Früchte schon schick mit dem Katana zerteilt werden. Die Grafiken solltet ihr kennen, wenn ihr die App gespielt habt. Da haben wir insgesamt 12 verschiedene Früchte. Mal gucken, ob wir sie alle finden. Da fehlt noch eins. Nicht 6 verschiedene? Also, habe ich 5 gesagt? 12 hast du gesagt. Oh, Entschuldigung. 6 verschiedene, du hast recht. Weil ein Set besteht maximal aus 6 verschiedenen. Genau, aber wir spielen mit 12 Karten. Da kommt die Verwirrung genau. her. Also wir haben 6 verschiedene Früchte, genau. Wie man sieht, aus denen wir jetzt Kombos bauen. Entweder genauso wie jetzt hier, also bis zu 6 verschiedene Früchte, die ich werten kann, oder aber gerne auch gleiche Früchte gesammelt. Und die kann ich dann werten, und zwar ab einer Kombo aus 2. Dafür kriege ich noch nicht ganz so viel, nur einen Punkt. Wenn ich schon 3 gleiche oder 3 verschiedene werte, kriege ich dann einen Punkt und eine Karte. Die Karte wiederum bringt mir auch Bonuspunkte, aber geheim irgendwas zwischen 1 und 3. Und wenn die Runde zu Ende ist, zählen wir ganz normal Punkte. So, wie spielen wir das Ganze? Wir haben 12 Karten. Richtig. Haha, da war was. 12 Karten. Die sogar gedraftet werden. So, aller, man darf es ja sagen, Seven Wonders ist ja auch von quasi uns. Quasi Standard, genau. Ja. Selbst wenn es nicht von euch ist, dürftest du sagen. Das ist schön. Also, aller Seven Wonders draften wir gleich Karten. Sprich, jeder Spieler hat 12 Karten. 12. Dann sucht sich jeder geheim eine Karte aus. Ich suche mir mal eine mit aus. Eine mit aus. Und dann decken wir gleichzeitig die Karten auf. Das ist schön, jetzt passiert auch gar nichts. Aber hätte ich die aufgedeckt, müssen wir jetzt was? Oh, à la Jungle Speed. Ganz schnell nach dem Katana. Also nicht nach dem Toten, sondern nach dem Katana greifen. Dafür bekommt man, wenn man schnell war, einen Punkt. Super. Ansonsten lege ich die Karte, die ich ausgespielt habe, bei mir aus, baue halt meine Combo nach und nach auf und immer wenn ich eine Karte ausgespielt habe, gebe ich danach aller Seven Wonders den Stapel weiter. Auch wie bei Seven Wonders, wir spielen nicht 12 Karten, wir spielen nur 11. Sprich, eine bleibt übrig. Und außerdem kann ich, bevor ich eine Karte hinlege, sagen, oh, das wird mir jetzt zu riskant. Das ist ja schon ein paar Mal gedraftet worden, ich weiß, da ist jetzt wieder eine Banane dabei, wenn ich verschiedene sammle und nichts anderes. Ich möchte vorher punkten. Genau. Nach jedem Ausspielen einer Karte darf ich entscheiden, werten oder nicht. Sollte es dazu kommen, dass ich jetzt hier verschiedene suche und aber dann gezwungen bin, eine weitere Banane spielen zu müssen, dann ist das zwar schön, ich kriege Punkte für diese 2 Karten, aber ich kriege keine Bonuskarte dafür, weil ich mich ja kaputt gespielt habe. Das waren im Prinzip schon die Regeln? Genau, mehr gibt es gar nicht zu sagen. In der Schachtel steht am liebsten am Anfang 2 Runden, wenn man schon öfter gespielt hat, 4. Und wer am Schluss die meisten Punkte hat, der gewinnt. Genauso. Ist doch ganz einfach, oder? Ja, schöner Mischmaß aus Jungle Speed, Seven Wonders und Fruit Ninja. Genau. Kann man jetzt im Handel kaufen, hat deutsche Regeln drin. Und ja, wenn ihr es wollt, geht zu eurem Fachhändler oder zu eurem Online-Handel eurer Wahl und bestellt es euch. Genauso. Danke für die Erklärung. Viel Spaß.